Guys, es wird heute ein sehr, sehr spannender Handelstag. Da freue ich mich schon richtig drauf, denn wir haben heute die Fettsitzung. Gut, bis dahin kann etwas Langeweile einkehren, ganz klar. Wir wissen es, im Vorfeld solch wichtiger ähm, Ereignisse kehrt manchmal auch vorher so ein bisschen Ruhe ein, aber an anderen Tagen vielleicht auch etwas ordentlich Bewegung. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir heute auf Euro US-Dollar schauen, das ist nämlich mega spannend. Diese Verortung dort oben, die hätte ich bei weitem an einem Tag wie heute nicht erwartet. Ganz klassisch. No way. Ich hätte ihn entweder deutlich höher oder deutlich tiefer erwartet den Euro-US-Dollar. Was da gerade los ist, konnten ja diejenigen von Ihnen, die den Blog schon gelesen haben, also den heutigen Eintrag von Tickmills täglichen Trading-Ideen, die wissen schon, was ich da im Kerbholz eingeritzt habe. Alle anderen, die gucken jetzt zu, live hier in die tickenden Charts. Dazu noch Euro, austral -Dollar und Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und natürlich wie jeden Morgen hier die Chance für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, Wer etwas auf dem Herzen hat, rein in die Chats und ich kümmere mich sehr, sehr gerne drum. Und hier noch eine kurze Message für den Lutz. Lutz, nach der Veranstaltung bitte auf mein privates Profil kommen, da gibt es eine Überraschung für dich. Also, das sei mal ganz kurz angekündigt und wir starten jetzt hier. Direkt auch durch. Ich klicke nur noch mal kurz die äh, Messages in Zoom an. Da kommt nämlich heute ganz automatisch die Meldung. Alles ist fein, Bild und Ton sind gut. Klasse, danke dafür. Ich freue mich, wenn ich diese Rückmeldung auch von ganz alleine sehe. Und wir sehen heute Morgen schon an dieser Stelle die ein oder andere Frage, nämlich zum britischen Pfund, japanischen Yen und zum Gold. Ich musste jetzt gerade hier mal so die Monitore abchecken. Ja, als Trader hat man viel Platz auf dem Desk. Da muss man ab und zu den Kopf auch mal ein bisschen weiter von rechts nach links drehen. Also an der Seite her alles gut. Und eine kleine Info noch für die ähm, äh, Zuschauer auf, ähm, auf Zoom. Wenn jetzt irgendwie jemand die Hand hält, ähm, mit Handheben kann ich nicht ganz so viel anfangen. Wenn jemand wirklich eine Frage hat, einfach rein in die Chats, dann weiß ich auch, was los ist. Ne? Ich bekomme das Handheben zwar mit, aber gut. Ähm, der Rest folgt später. Gut, also jetzt hier los. Zunächst erstmal noch der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie jeden Morgen hier auch in Gänze mit zur Kenntnis zu nehmen. Und damit gehen wir auf die Tagesnachrichten und da haben wir heute ähm, eigentlich mit Sicht auf die großen ähm, Impacts zwei wichtige Sachen. Das Erste sind die Einzelhandelsumsätze in den USA. Wir wissen es, das ist eines, oder das ist das Rückgrat ähm, des, des, der Wirtschaft äh, des Brittoinlandsprodukt für die USA. Da müssen wir genau hinschauen, was ist und dann als zweites die FED. Das alles nachgelagert am Nachmittag, das sehen wir sozusagen dort dann. Ähm, und im Vormittagsbereich, ja gut, da haben wir es. Die Briten haben die Verbraucherpreise gebracht, die sind gesunken auf 0, oder die aktuelle Zahl hier, ein Zuwachs äh, um sozusagen 0,3 Prozent. Also dort ist Slowdown angesagt. Bei uns in Deutschland bekommen wir Einkaufsmanager-Index hier für das verarbeitende Gewerbe um 9.30 Uhr und da schließt sich dann um 10.30 Uhr UK auch noch mit an. Da gibt es ebenfalls die Einkaufsmanager-Index, den gesamten fürs verarbeitende Gewerbe ähm, und die Dienstleistungen. Das sind mal so ein paar sehr wichtige Nachrichten für den heutigen Tag, die man so ein bisschen auf der Uhr haben kann, aber ich sag mal die größten. Und wichtigsten die kommen wirklich am Nachmittag aus den USA. Nicht vergessen natürlich. Öl, Rohöl-Lagerbestände bekommen wir heute auch. Da muss ich gleich mal noch gucken, wie die gestern ausgefallen ist. Wir haben ja gestern äh, die API bekommen. Kurzen Augenblick. Ich muss noch mal kurz zurückklicken hier. Das interessiert mich nämlich jetzt auch mal schnell noch, äh, was da gestern gewesen ist. Denn das hat natürlich immer so einen kleinen Vorausgeschmack auf das, was wir gesehen haben. Im Öl, das heißt gestern, wir haben es bekommen, abends Rohöllagerbestände, ein Zuwachs von äh, API Rohöllagerbestand hat einen Zuwachs gegenüber der Vorwoche von 1,973 Millionen, 3,5 Millionen Barrel ähm, sollten eigentlich weniger sein. Ähm, ja, Gut, dann ist das mal die Marschroute. Mal schauen, was die Zahlen heute hier am Nachmittag bringen. Wie schon gesagt, 16.30 Uhr hintendran noch die Rohöllagerbestände so das wäre es dazu und damit schalte ich gleich mal rüber in die Charts macht das Bild entsprechend auch wieder groß und hier sehen wir es schon an dieser Stelle der Blick in den Euro hier mal in der Woche warum gucke ich mir die Woche an weil wir im Tag nicht genug sehen das heißt an dieser Stelle ähm, brauchen wir mal eben kurz die Woche denn wir sehen hier oben in diesem Bereich das aktuelle Jahreshoch im Euro 12177, das haben wir in der äh, vorletzten Woche erreicht. Jetzt ist der Weg nach oben hin plötzlich in greifbarer Nähe. Was ist das nächste Level auf der Oberseite? Ich habe es hier oben mal markiert. 1,22,50, das ist der Drehbereich, den wir hier drüben haben. Und der ist jetzt durchaus auf der Oberseite sehr, sehr interessant. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, ähm, was jetzt sozusagen kommt, wie der Markt im Vorfeld zur Fettsitzung auch reagiert. Möglicherweise gibt es hier direkt im Vorfeld schon den Sprung oben drüber. Und weil wir dort halt so wenig Orientierungslevel haben, ist halt dieser Blick in die Woche so extrem wichtig. Denn wirklich die nächsten Widerstandsbereich haben wir hier in diesem Verkaufsbereich wo es hier so ein bisschen hin und her ging das ist ganz ganz wichtig noch etwas aus der klassischen Erfahrung heraus es kann unter Umständen tatsächlich passieren, dass wir schon vorher oben drüber ausbrechen, vor dem Fed-Event, dass man, der Markt sozusagen hier sehr euphorisch reagiert ähm, und nach oben läuft äh, oder zumindest die Level oben anläuft und dann es intraday bzw. nach der Pressekonferenz zu einem Abverkauf kommt. Und aus diesem Grund schauen wir uns das Ganze auch mal noch untergeordnet an. Das heißt, wir gehen jetzt mal die Steps by Steps, also Step by Step zurück in den Zeiteinheiten. Ich gehe zuerst mal in den Tageschart rein. Dort sehen wir etwas, das gefällt mir, äh, sag ich mal, aus trendtechnischer Sicht sehr, sehr gut. Ich lösche mal kurz die Magenta-Linie noch raus, ähm, denn wir sehen es an dieser Stelle. Mit Blick auch auf den Tageschart sehen wir natürlich die ganz, ganz wichtigen Level auf der Chartunterseite. Ja, das heißt, hier der intakte Aufwärtstrend. Das ist der letzte Bewegungsarm in ganz, ganz großem Bild, was wir hier sehen. Also für diejenigen, die jetzt an dieser Stelle nicht genau wissen, was ich mit dem ganz, ganz großen Bild meine, das ist quasi, ich zeichne es mal in etwas dickerer Farbe ein, das ist quasi das, was wir hier sehen. Also das ging hier drüben so ein bisschen los mit dem ganz, ganz starken ersten Schub nach oben. Der wurde dann komplett wieder abverkauft. Und dann ist der Markt quasi hier in so eine ja sage ich mal schöne solide Aufwärtsbewegung übergegangen das ist quasi das ganz ganz große was wir hier sehen und wir sehen halt in dem ganz ganz großen die untergeordneten Trendverläufe das heißt das ist hier die korrektive Phase hier die korrektive Phase und das ist halt der Aufwärtsschub den wir hier an dieser Stelle haben und das ähm, ist halt das worauf ich jetzt schaue hier der letzte Bewegungsarm der großen Woche da ist jetzt wirklich das Potenzial nach oben da also wenn wir hier oben quasi drüber laufen ähm, und wir nur mal das Potenzial annehmen, was wir hier aus der korrektiven Phase unten rauf haben und das oben draufsetzen, dann sehen wir schon mal, dann laufen wir schon Gen 1,23 nach oben. Und das ist schon ein relativ interessantes Zeichen, was wir da an dieser Stelle haben, dass wir sowas in äh, sozusagen den Markt auch mit reinbekommen ähm, und das ganze Potenzial zur Oberseite haben. Das sehen wir hier sehr, sehr schön. Eines müssen wir hier mit auf der 8 oder auf, dem, auf, der, auf, auf der U mit haben, das, was wir hier sehen ist der letzte Bewegungsarm. In Bezug auf die Woche kann der natürlich korrigieren. Und da müssen wir mal genau hinschauen, sollten wir tatsächlich einen starken Rücksetzer bekommen und unter dieses kleine Zwischentief hier bei 1,2059 fallen dann ist der Weg erstmal nach unten hin frei, weil durch diese ganz, ganz starke Dynamik, die wir hier gesehen haben, ähm, sind natürlich wichtige Bereiche jetzt mit da. Das wäre zum einen hier das Ausbruchslevel um die 1.2015 und das andere sozusagen hier unten dieses tiefere Ausbruchslevel um die 1.1920. Und wenn es dann nochmal ein ganzes Stückchen tiefer geht, dann hier. Dieses Zwischentief aus dieser trendigen Phase nach oben hin, da hätten wir die 1,17,45 äh, so rum. Das sind mal so charttechnische Marker, äh, die wir hier durchaus mit auf der Uhr drauf haben. Was wir hier noch mit reinnehmen können, wäre dieses kleinere untergeordnete Schwunglevel hier. Aber das schauen wir uns dann gleich in der nächsten kleineren Zeiteinheit an, ähm, was dort dann noch mit in Frage kommt. Denn jetzt aus diesem Blickwinkel heraus, was wir hier jetzt haben, gehen wir nochmal eine Zeiteinheit runter. Äh, und das heißt an dieser Stelle, wie sieht denn jetzt der Verlauf der vier Stunden aus? Und bei im Verlauf der vier Stunden sozusagen, da haben wir jetzt die Situation, dass wir auch den Aufwärtslauf auf dem Tag hier natürlich trendig sehr sehr schön mit sehen können. Das heißt, hier haben wir schön den Auflauf und wir können uns halt ähm, doch relativ gut orientieren. Das heißt zunächst erstmal, das was wir hier von unten von 1,20,59 bis zum Hoch hier oben bei 1,21,77 haben, ähm, ist ja hier der schön nach oben laufende Bewegungsarm. Und da haben wir im kleinsten sozusagen noch einen kleinen Zwischenanlaufpunkt hier, wenn es ein bisschen wackelig werden sollte die 1,21,08 in etwa. Der Anlaufbereich, den wir hier haben beziehungsweise hier unten drunter dieser kleine Bereich, das sind aber Mini-Level, ja. Und wenn wir das mal so sehen im Bereich sozusagen sollten wir hier abprallen und hier unter dieses tief unter die 1.21.23 fallen, dann wäre erstmal hier der Weg unten rein. Wir müssen mal kurz gucken, das Low haben wir hier bei 1.21.055, was wir hier drunter haben. Also dass diese Magen, die kann man schon mal dort unten mit aufziehen hier Richtung 12059. Das ist dann aber wirklich nur ein bisschen hin und her Geplänkel unter diesem wichtigen Support Level, was wir oben drüber äh wichtigen Widerstandslevel, was wir oben drüber liegen haben. Fallen wir deutlich hier drunter, dann Geht der Weg auf in die tieferen Phasen. Und das sehen wir auch hier im 4-Stunden-Chart. Wichtige Anlaufpunkte. Das wäre mal hier wirklich auch das größere Kauflevel, was wir gerade auf Tag und Woche gesehen haben. Die Marke um die 1,20 ganz grob. Und dann haben wir hier die Zwischenlos aus diesem letzten Aufwärtsschub. Und da sehen wir, die liegen unter anderem auch in den größeren Zabrottbereichen, nämlich hier einmal der Bereich um die 1,1924, dieses Level, und dann hier die Zwischentiefs. Genannt ein Paar bei 1,1885 und hier unten bei 1,1840. Das sind so die Marker, die wir im Kleinen dazu haben und sozusagen das Ganze hier an dieser Stelle auf der Unterseite durchaus mit beleuchten können. Das sozusagen der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. So, wir bleiben gleich mal noch beim Euro. Gehen aber in ein anderes Währungspaar, nämlich in das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Und da wissen wir ja, ähm, da haben wir, naja, wie soll ich sagen, eine lange laufende Trading-Range. Und jetzt macht der Markt so ein bisschen den Eindruck, als möchte er diese Range tatsächlich auch nach unten verlassen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, sorry für das Linienchaos hier, aber wir brauchen diese Linien einfach, um unsere Trades entsprechend zu planen. Denn ich sag mal da wo wir hier und jetzt momentan stehen ja das ist halt einfach das Level wo wir nach unten uns ausrichten müssen und da brauchen wir einfach die tieferen Level denn wir sehen es fallen wir tatsächlich unter tief der letzten woche dann haben wir halt die sequenzen nach unten gerichtet und dann brauchen wir halt einfach die unteren Level äh, hier und die sehen wir halt im großen bild das heißt sollte es tatsächlich hier, und das Vorwochentief gehen, liegt als nächstes mal hier das Support-Level um die 1,59,64 gefolgt von 1,58,99. Diese Level haben wir dann da und im tieferen Verlauf haben wir dann noch die 1,57,03 hier unten liegen, beziehungsweise hier die 1,53. Da ist also sehr, sehr viel Weg da, den man durchaus nach unten mitnehmen kann und das ist das Interessante an dieser Geschichte. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch an. Mit Blick in den Tag an. Das reicht nämlich, hier zu schauen. Da muss man gar nicht kleiner schauen. Wir sehen hier die Schwäche und wir sehen hier genau das, was wir brauchen als Trader, um zu entscheiden, ja, wann die Fahrt nach unten weitergeht und was das ist. Das sehen wir relativ schnell. Ich mache es mal kurz ein klein wenig enger das Bild hier. Hier sehen wir nämlich schön die Trading Range von unten. Die ist hier definitiv verlassen worden. Hier unten an dieser Stelle. Wartet mal, ich mache das mal größer, weil ich befürchte fast, dass ihr das hier im Bild nicht sehen könnt. Also. Das war das Unterscheiden der, der Trading Range von unten. Und jetzt ist es halt genau das, was ich immer sage. Wenn sich hier eine Trendfortsetzung nach unten weiter er, er, ergibt, sozusagen, oder der Trend zumindest erstmal bildet, ähm, den wir hier dann haben, dann ist das natürlich immer ein relativ gutes Zeichen an dieser Stelle, äh, dass wir hier an diesem Punkt mit äh, in den Markt reingehen können. Das heißt, schaut euch an. Hier, ganz klar, natürlich, das war hier. Der vorangehende Schub, der Abwärtsschub, den wir hier gesehen haben. Dann sind wir hier oben drüber gelaufen, haben dann allerdings sofort wieder die Abwärtsrichtung angenommen, sind jetzt reingelaufen. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier unten drunter fallen, dann haben wir hier den nächsten Trend. In den vier Stunden haben wir den Trend natürlich definitiv schon da. Auf Tagesbasis ist das halt eher ein Lauf nach unten gewesen. Dann jetzt die Korrektur und dann der Schub nach unten. Und wenn es tatsächlich hier unter die 1, was haben wir unten liegen? Da muss ich mal ganz kurz das Tool ausschalten. Hier unten, wenn wir tatsächlich hier und das Zwischentief drunter laufen, unter die 1,6040, das wäre dann das Signal, zack, zur Unterseite und dann können wir durchaus das ein oder andere auf der Unterseite mitnehmen, ja und was passiert dann an dem Moment, dann wird der Australdollar sozusagen stärker, der drückt den Euro sozusagen ähm, ähm, sag ich mal, äh, weg das heißt, die Waage schlägt aus hier Australdollar, hier Euro und der Australdollar wird stärker das heißt, er wird schwerer sinkt nach unten und deswegen sinkt auch die Kurse nach unten und das ist halt genau der Punkt hier an dieser Stelle, dass wir hier haben. Also wer das mit der Waage noch nicht ganz verstanden hat, ich zeige es einfach, ich zeichne es einfach noch mal ganz kurz ein, was ich damit meine. Also es ist tatsächlich dass man hier sozusagen die Waage hat ähm, mit den beiden Seiten an dieser Stelle ne? und äh, wenn wir hier jetzt sozusagen den Euro in der Waage haben hier unten dran also das als Waage ähm, mal gesehen und auf der anderen Seite äh, sozusagen den den äh, den den Aus, den Australdollar äh, hier den australischen äh, Dollar sozusagen und der Australdollar wird schwerer, dann bewegt sich der Australdollar nach unten und das, was sich nach unten bewegt, ist gleichzeitig auch das sozusagen, was die Preisleiste macht, weil der Australdollar steht ja hinten dran und wenn der Australdollar schwerer wird, dann fällt das Ganze hier nach unten weg und deswegen fallen die Kurse nach unten ab. Ja, das ist genau das Bild, was wir sehen wollen. Wenn der Euro schwerer werden würde, also wieder an Stärke zunimmt, dann würde der Euro sozusagen hier äh, das Gewicht nach unten drücken und der Australdollar würde dann entsprechend nach oben steigen, ja hier an diese Seite ran und was würde dann passieren? Ähm, ganz klar, die Preisleiste hier, diese Waage würde nach oben gehen und würde dann natürlich hier den Schub nach oben initiieren. Das haben wir aber momentan nicht und aus dieser aus dieser Blick aus dieser Blickweise heraus sehen wir das natürlich relativ gut zu sehen und da haben wir halt unten weiter den Weg zur Unterseite rein. Also das bleibt wirklich megamäßig spannend an dieser Stelle und äh, hier an diesem Punkt möchte ich ganz kurz mal noch schnell etwas zeigen und zwar ähm, wir gucken Mal ganz kurz auf Finwitz. Ähm, da möchte ich euch ganz kurz äh, hier nochmal kurz zeigen, der Blick in äh, den Australdollar, hier in die Futures rein, in die Währungsfutures. futures äh, Da ist es natürlich so, dass wir das auch sehen, äh, was mit dem Australdollar ist. Und wir sehen es hier. Den Austral-Dollar, ich mache es mal ganz kurz groß. Ich hoffe, man kann das Bild dann gut erkennen, äh, wenn ich sie reinschiebe. Schaut mal hier, der geht ab nach oben äh, wie Schmitz Katze ähm, und genau das hier Ausbruchslevel oben raus das ist also genau das was wir hier brauchen ähm, das heißt hier der Schub nach oben der Ausbruch der Australdollar wird stärker und das wirkt sich natürlich dann ganz ganz klassisch auch auf die Währungen mit aus das zum Euro-Australdollar und für diejenigen die jetzt neugierig sind zum Euro-Australdollar passt irgendwie auch das Währung äh, der der Chart äh, vom äh, vom australischen Aktienmarkt den ASX 200 da sehen wir es auch auch der ist schön nach oben unterwegs der kontrahiert jetzt hier aktuell am was ist denn das ist es schon das Jahreshoch nee das Jahreshoch ist es nicht das Jahreshoch haben wir hier oben stehen bei 7195 aber wir sind hier auf einem guten Weg unterwegs nach oben hin und wenn wir hier die Marke von 6700 oder 6800 Punkten hier oben überschreiten also das Zwischenhoch bei 6700 knapp 50 dann setzt sich der Trend hier nach oben fort, müssen wir mal sehen. Momentan kontrahiert er oben, also das auch eine gute Geschichte und deswegen an dieser Stelle der Blick auch immer mal wieder auf die Nebenseiten, weil das ist das das Potpourri, was man hier wirklich immer sehr sehr schön mit abbilden kann und damit gehen wir hier vom australischen Markt in den neuseeländischen Markt und zwar das Währungspaar Neuseeland, Dollar, Schweizer, Franken haben wir hier im 4-Stunden-Chart. Ich habe hier eine interessante Situation ausgemacht ähm, in diesem Chartverlauf und äh, da ist es wirklich interessant zu sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Das heißt, wenn wir uns das Bild mal kurz auf Tagesbasis anschauen wollen, ähm, dann sehen wir eine sehr, sehr interessante Verortung. Wo ist die interessante Verortung? Wo kommt die her? Die kommt genau aus diesem Umschwung-Level hier, das wir hier haben. Das ist nämlich hier ein Drehbereich gewesen, der momentan so ein bisschen als Support gilt. Und wir sehen es auch hier unten. Das ganze Widerstandslevel hat ja hier angefangen um die Marke von 06230. Da ist der Markt jetzt schön auch trendig drüber gelaufen. Und das, was wir hier momentan sehen, also das, was wir aktuell hier haben. Das stimmt mich doch relativ positiv, weil, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, auch das skizziere ich mal wieder, äh, wir haben hier einen Markt, der trendig aufwärts läuft. Das heißt, hier im Großen wie im Kleinen. Ne? Also, das heißt, wenn wir das mal kurz im Größeren beleuchten möchten, ähm, hier ist der Markt, ich mache es einfach mal jetzt grob skizziert nur, ja, an dieser Stelle. Also das war der erste große Aufwärtslauf an dieser Stelle, das die Korrektur und das der nächste Aufwärtslauf nach oben. Das ist also der, der wichtige Punkt und das, was mich jetzt relativ positiv stimmt, auch für äh, die bullische Phase, ist das, was wir hier sehen. Denn der letzte Schub, der hier so ein bisschen nach oben gekommen ist, wartet mal, ich nehme mal nicht das Freihandzeichnen, sondern das fertige Linientool. Wir schauen, schaut mal hier, da sind wir schön trendig jetzt nach oben gelaufen. Und sind hier in eine tiefe Korrektur reingelaufen. Und bei beiden ähm, Korrekturen hat jetzt halt die 0,6230 äh, als Support geht golden. Und das ist jetzt das Interessante, was, was ich jetzt hier finde, ist dieser Schub nach oben und die Konsolidierung hier in dieser Flagge und das müssen wir uns jetzt mal ganz kurz in der kleineren Zeiteinheit anschauen, denn äh, wenn der Markt tatsächlich es schafft hier oben drüber zu laufen, dann ist der Weg frei oben rauf erstmal hier in das Level um die äh, 06387 in etwa das und danach können wir uns noch weiter nach oben orientieren in Richtung hoch hier bei 06555. Das ist echt interessant und das ganze mal in kleiner Blick gesehen, da sehen wir nämlich den Richtungswechsel und das ist das Spannende, was ich sehe, wo Woran wir auch sehr, sehr schön erkennen können, einen schönen Gruß an meine Seminarteilnehmer vom Wochenende. Das ist das, was der Markt uns zeigt hier, wie wir schön nach unten sozusagen trennten in diesem Bereich. Und das ist jetzt das Level, was wir hier haben. Wichtiges Zwischentief rausgenommen. Jetzt trennten wir hier nach unten, das ist die korrektive Phase. Und wenn aus dieser korrektiven Phase der Ausbruch tatsächlich gelingt und wir nach oben laufen, dann haben wir jetzt hier. Die Initialzündung nach oben, hier das Zwischentief rausgenommen, hier die Korrektur. Und wenn jetzt der Markt oben drüber läuft, über die 06313, dann ist der Weg frei hier auf die Seite nach oben. Und das können wir dann anlaufen, nämlich genau in dem Sinne dass wir dann oben die, die Anlaufmarke haben, hier die Marke von ungefähr 0,6375 und dann schon das Hoch da oben bei 0,6386 in etwa. Das ist das Ganze im Kleinen und das schiebt dann natürlich das Bild ins Große hinein auf den Tag und das sind die Potenziale, die wir hier an dieser Stelle sehen. Das also sozusagen der Blick in Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und jetzt muss ich mal schauen, was hier noch an Fragen dazu gekommen ist bei den Währungspaaren. Also, britisches Pfund, japanisches Yen und Gold stehen jetzt auf der Uhr. Wir schauen zuerst mal in die Währungen rein. Britisches Pfund, japanischer Yen. Wo ist er? Britisches Pfund. Hier ist er. Ähm, da war die Frage, ob wir die 140 schaffen. Naja, <laughs> die Chancen sind, lieber Ewald, die Chancen sind tatsächlich da. Ähm, und wir sehen auch, dass der Zug in Richtung... 140 äh, auch schon losgefahren ist. Also hier an dieser Stelle sehr, sehr schön wirklich zu sehen, ähm, was hier los ist. Warte mal, ich räume den Chart mal ein bisschen auf. Was wir hier nicht brauchen, nehme ich einfach mal raus. Ähm, also was wir hier an dieser Stelle jetzt natürlich sehen, ist, ähm, dass wir hier tatsächlich äh, die Reise nach oben schon begonnen haben. Heißt also hier kurz das Zeichentool an, vom großen ins kleine Bild, schaut einfach mal hier, das was ich hier markiert habe, das ist der größere Aufwärtstrend, der hat sozusagen hier jetzt rein korrigiert, ist nach oben rauf gelaufen, hat zwar hier mal kurz unten angelupft, ist aber direkt wieder reingekommen, ja, das heißt, das bullische Bild ist hier weiter intakt, was halt wichtig ist, wie, sag ich mal, entscheidet sich der Markt hier oben, denn wir sehen es dieses Level hier oben ähm, ist ein Widerstandsbereich. Aber Widerstandsbereich hin oder her. Wer jetzt hier einsteigt und sich sagt, ich will bei 140 Gewinne mitnehmen, so, what? Wir haben ja die Chance. Wir müssen ja gar nicht oben drüber. Denn da oben liegt schon das Thema Take Profit. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant ähm, zu sehen, was hier gerade los ist. Denn wir sehen es hier. Der kleine Trend, der jetzt hier aktuell losgelaufen ist, hier, das hier. Der läuft ja entsprechend auch nach oben. Ja? Und das ist das Interessante, wenn dieser Trend jetzt tatsächlich seine Fortsetzung schafft. Also hier die Korrektur, hier oben drüber zu laufen, über das Zwischenhoch bei 190 äh, und 61. Äh, entschuldigt, 139 61, dann haben wir das Potenzial, nach oben durchzulaufen. Und da sehen wir halt hier die Anlaufmarke. Die sind dann ganz klar da und die stehen dann mal ganz klar oben über der 140. Und das ist da halt, also sobald wir hier die Trendfortsetzung bekommen, zeigt uns der Markt. Wir haben weiter steigende Hochs, steigende Tiefs, wir haben weiter Händler, die dafür bereit sind, steigende Preise hier zu bezahlen. Und das ist das, was wir sehen, was die Marschrichtung auf alle Fälle hier mit vorgibt. So, und damit gehen wir jetzt nochmal in das Thema Gold. So an dieser Stelle Goldmarkt, auch das immer sehr sehr interessant. Wir hatten das Long-Szenario hier ähm, an dieser Stelle ja wirklich auch besprochen im, im ganz ganz großen Bild. Wir hatten ja ähm, die Goldanalyse im kurzfristigen wie auch im langfristigen Sektor jetzt gemacht und kurzfristig stand halt Abwärtspotenzial auch da. Ähm, aber wir sehen, dass der Markt momentan aktuell die Long-Seite spielt. Das heißt, das Short-Szenario ist definitiv vom Markt nicht gespielt worden. Deswegen legen wir hier uns auch immer beide, ähm, sag ich mal, Szenarien auf die Uhr und wir sehen, Sehen es halt hier, die rote Linie ist noch drin und ich hatte ja gesagt, sobald es hier über die 1850 drüber geht, haben wir gute Chancen, die Oberseite wieder anzulaufen. Und das ist genau das, was wir momentan auch sehen. Und da möchte ich jetzt gerne das langfristige Bild nochmal mit reinbringen. Schafft es der Markt tatsächlich, aus diesem Aufwärtsschub, aus der Korrektur oben über die 1875 US-Dollar drüber zu laufen? Dann ist das Szenario tatsächlich auch vom Markt ähm, ähm, aktiviert, dass wir in die steigende Phase übergehen. Das heißt, Dezember, Januar sind ja häufig Monate, wo der Goldpreis anzieht. Und wenn wir das tatsächlich schaffen, also hier im nächsten Wupp oben drüber über die 1875 zu laufen, dann haben wir die, die nächsten Haltestellen bei 1900 und dann die 1965. Das sind mal die Level, die wir vor uns auf der Uhr mit haben. Und wenn wir uns das Ganze mal einen kleineren Trend anschauen wollen, dann sehen wir hier, der Trend läuft schon stark nach oben. Ich gehe jetzt mal ganz kurz noch in den Stundenchart, da sehen wir die Schwünge ein bisschen besser. Und das Ganze ist halt wirklich Richtungsvorgabe. Und wir sind ja schön trendig von unten rausgekommen, haben die 1850 übernommen, haben auch korrigiert und der Markt zeigt uns jetzt den Weg oben drüber. Und das ist der Weg, der jetzt tatsächlich nach oben hin frei ist und nach oben hin frei bedeutet, halt auch, wenn wir jetzt weiterlaufen hier die Zwischenstationen auch im 4 stunden chart mal anzunehmen. Da sind auf dem Weg zur 1875 hier drüben noch zwei Level bei 1864 und 66 als die nächsten Zielmarken. Auf der Oberseite sollte der Markt allerdings ein bisschen in die Korrektur reingehen, liegen die Anlaufpunkte, die kurzfristigen, erstmal hier unten bei 1850 beziehungsweise dann hier unten an den weiteren Zwischentiefs bei 1800 knapp 45 und dann hier unten drunter um das Level bei 1800 knapp 2. US-Dollar, die wir hier auf der Unterseite haben. Also so sieht es im Gold aus. Also das langfristige Bild ist tatsächlich wieder gedreht in die Aufwärtsrichtung. Kurzfristig haben wir unten ein bisschen was zum Anlupfen, wenn wir hier eine Gegenbewegung sehen. Aber ansonsten schaut der Markt zumindest aktuell eher aus, als würde er steigen wollen. Das zum ähm, Gold. Und äh, was haben wir noch? Hier ja, haben wir noch eine Frage. Ähm, zum äh, Thema ETF. Da habe ich die ganz, ganz große Bitte, ähm, das mal äh, sozusagen ähm, zu platzieren für mein Wall Street Traders Lunch. Da kann ich mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, äh, das äh, ist für das kurzfristige Trading hier in diesem Bereich ähm, äh, definitiv nicht geeignet. Ähm, das ist allerdings etwas, was in Trading äh, schon etwas zu tun hat. Und ähm, äh, die Währungen sind halt ein Teil im Trading, wo man wirklich sehr, sehr schön traden kann. Ähm, das andere gehört an eine andere Stelle. Das heißt, bitte an eine andere Stelle platzieren. Ich kümmere mich um sowas gerne. Das passt allerdings hier gar nicht zum Thema entsprechend mit rein. So, damit hätten wir das Thema auch sozusagen mit da zu haben. Und hier bekomme ich noch eine Frage, die nichts mit dem Trading zu tun hat. Aber Trading ist ja ein bisschen mehr als nur Charts angucken. Die Frage, wie man sich als Trader auch fit hält, das ist tatsächlich ein Thema, das kann man hier gut und gerne mal besprechen. Weil. Trading ist schon anstrengend, auch mental sehr, sehr anstrengend. Und da braucht man natürlich auch äh, bestimmte Dinge, um sich fit zu halten. Und an dieser Stelle kann ich jedem auch sagen, der im Trading immer mal ein bisschen erschöpft sind, macht einfach neben dem Trading Sachen, die euch Spaß machen. Schaltet den Rechner ruhig auch ab und zu mal aus, weil die Börse macht auch morgen wieder auf. Ähm, und wenn wir da sozusagen immer wieder einen schönen Ausgleich finden, ähm, der im Trading, ähm, sage ich mal, für Entspannung sorgt, macht das Ganze. Ich bewege mich gerne, ich gehe gerne raus. Ich gehe gerne Eisenstämmen. Ich habe noch ein paar andere Hobbys, die ich gerne mache, die einfach nichts mit dem Trading zu tun haben, äh, wo das äh, Adrenalin zum Beispiel eigentlich ordentlich nach oben geht wird. Das entspannt mich. Das äh, ist halt einfach ähm, außen vor, hat nichts mit dem Trading zu tun und das motiviert mich halt immer wieder auf die Märkte zu schauen. Ja und dann einfach ja die Freude. Am Job, das zu sehen, was wir hier machen, jeden Tag interessante Trades zu finden. Da mache ich morgens die Augen auf und freue mich schon genau, was kommt. Weil die Tagesvorbereitung, die fängt bei mir immer schon am späten Nachmittag an, dass ich schon weiß, was eventuell am nächsten Tag kommen kann. Und das ist halt auch etwas, da kann ich dann komplett abschalten und wenn ich dann am nächsten Morgen die Augen aufmache, weiß ich nämlich, was kommt. Ich weiß, dass ich vorbereitet bin. Und genau so machen wir das. Und beim Thema Vorbereitung sehen wir schon wieder, wie Gold jetzt so ein bisschen nach unten will. Also Vielleicht sehen wir hier schon gleich die nächsten Chancen auf der Unterseite und das motiviert und das hält frisch. Christian. Danke für die Frage und alle, die hier live zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Für die, die danach zuschauen, gerne jeden Morgen auch mal einen Wunschmarkt vorher schon reinschicken auf den äh, Möglichkeiten, die es hier gibt. Ähm, auf Facebook, die privaten Messages äh, per Mail ähm, oder auch direkt unter die Beiträge. Einfach einen Wunschmarkt schreiben. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne. In diesem Sinne allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Bin gespannt, was heute Abend bei der FED rauskommt. Wir hören uns morgen, sprechen morgen drüber. Ich freue mich drauf. Live um 8.30 Uhr hier extra. Exklusiv bei Tickmill Deutsch. Bis dahin. Tschüss.